So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen GTA 5 Online Video Anime wieder von mir, dem Punch-Team. Heute Gangangriff. Ich weiß nicht mehr genau, wo es ist. Ich weiß nicht, warum ich den hier nicht markiert habe, warum ich ihn hier auf der Karte gezeigt habe. Ist weiter rechts von Los Santos, heißt hier Utopia Gardens. Ich werde euch in die Videobeschreibung schreiben, wo das ungefähr ist. Es ist wirklich weiter rechts von Los Santos in der Nähe der Autobahn. Bei dieser Baustelle kennt vielleicht manche Gangangriff hier. Ja, heute Tipps zum Tanken oder beziehungsweise einen kleinen Anreiz zum Tanken, was ihr beachten könnt, was nicht. Ja. Das Wichtige ist, viele wollen erstmal Geld sparen. Viele haben gesagt, ja, die Benzinpreise sind zu hoch und sie zahlen zu viel und so weiter und so fort. Momentan sind sie natürlich niedrig, weiß ich auch, aber generell sind sie früher mal hoch gewesen und daher sollten wir auch vergleichen. Es gibt verschiedene Tankstellen, es gibt Tankstellen, die sind größer, kleinere und die verlangen natürlich ganz andere Preise. Das nächste Ding ist, Geld sparen noch Bonuspunkte. Es gibt schon bei der Shell diese Bonuspunkte-Programme oder bei der Aral die Payback-Punkte oder auch, wenn du bei der Shell, wenn du bei dem ADC angemeldet bist, kannst du bei der Shell pro Liter auch einen Cent sparen. Das geht genauso. Das ist noch sehr viel beachten. Du kannst dir, also das Beste ist glaube ich die Shell sogar, oder auf jeden Fall Shell und Aral ist ja gut, aber Aral ist relativ teuer, weil da muss man echt aufpassen, dass man nicht zu viel drauf zahlt, obwohl man die Punkte bekommt. Ja, machen weiter. Das nächste Ding ist Nacht, Tag, Mittag. Das heißt, nachts sind die Benzinpreise meistens immer am höchsten, zwar extrem hoch. So am Nachmittag rum sind sie eigentlich immer günstig und der Tagzeit viel günstiger als nachts. Dann müsst ihr mich bei jeder Tankstelle auch mal beobachten und gucken, zu welcher Tageszeit sind denn die Benzinpreise am günstigsten. Bei der Aral ist es Nachmittag, sonst sind sie eigentlich immer relativ teuer. Ja, ihr müsst auch die Öffnungszeiten beachten. Ich komme auch gleich zum nächsten Punkt noch. Es gibt ja diese Kombination, es gibt so private Tankstellen, so kleinere Betriebe, so also was das praktisch schon was ein Familienbetrieb ist, der eine Tankstelle gegründet hat. Und die sind vielleicht nicht immer so schlecht, also es, naja, wie soll man sagen, die sind nicht immer so schlecht. Die haben wahrscheinlich auch schlechteres Benzin von der Qualität her, aber kosten um einiges weniger als die größeren Tankstellen. Und aber man muss auch beachten, bei den kleineren Tankstellen, bei den Privattankstellen, haben die auch Öffnungszeiten. Die sind nur bis 7 Uhr abends, glaube ich, zu erreichen und danach nicht mehr. Und die größeren haben natürlich wahrscheinlich auch Nachtschalter. So, das nächste Ding ist. Was ich euch auf jeden Fall sagen möchte, dieses E10 wurde nachgewiesen, dass es nicht gut fürs Auto ist. Also es macht das Auto kaputt mit der Zeit und klar, es ist 1-2 Cent günstiger, aber diese Cent müsst ihr zahlen, weil das E10 einfach scheiße ist. Bitte beachten. So, der nächste Punkt schon wieder. Ihr sollt bei der Tankstelle nur Benzin kaufen. Alles andere, außer Benzin, also Treibstoff, ich sag jetzt mal Treibstoff, alles andere außer Treibstoff ist sauteuer in der Tankstelle. Seine Snacks, Öl, Frostschutzmittel ist alles sauteuer. Das solltet ihr bitte woanders kaufen. Und auch wenn ihr diese attraktiven Punkteangebote habt, müsst ihr euch halt ungefähr ausrechnen, wie viele Punkte ihr dafür bekommt und wie viel ihr dann überhaupt sparen würdet im Endeffekt. Das ist wirklich so ein Ding, das kann echt scheiße sein oder dass du sehr viel drauf zahlst. So, das nächste Ding ist, viele sagen, ja, sie möchten unbedingt ein Dieselauto haben und unbedingt nur noch Diesel tanken, weil es so viel günstiger ist. Aber die Leute, die auch Diesel haben, wissen, dass die Autosteuer auch viel höher ist. Das kommt natürlich darauf an, wie viel man fährt. Wenn man sehr, 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 sehr viel fährt, dann ist es natürlich sehr lohnenswert, wenn man sich ein Dieselauto kauft. Wenn man nicht ganz so viel fährt wie ich zum Beispiel, ja, dann lohnt sich das Dieselauto vielleicht nicht unbedingt. Ich weiß wirklich nicht genau, wie viel die Steuer jetzt in etwa vom Dieselauto ist. Ich zahle in etwa 100, 120 Euro im Jahr für Diesel, für Benziner. Oder ein bisschen mehr war das. Nächstes Mal, glaube ich, so 120 Euro ungefähr für den VW. Ja. Dann kommen wir nochmal schnell flugs zum nächsten Punkt. Mein Gott, die Zeit rennt davon. Man kann sich mit einer Roller besitzen. Mit einem Motorrad kann man sich ein bisschen Benziner gaunern. Das geht einfach, du drückst drauf und er zeigt dann sofort an, dass er voll ist, wenn du ganz trim bist. Und wird ein bisschen was nachgeschüttet noch. Das bisschen reicht aus. Du kannst diesen kleinen Betrag immer wieder gaunern, sozusagen. Für die Leute, die es nicht verstehen, werde ich nochmal extra erklären. Und diesen Betrag kannst du dir dann klauen. Beziehungsweise wird nicht angezeigt in der Anzeige. So, das war's schon wieder auf meinem Video. Mein Gott, die Zeit vergeht, das ist unglaublich. Tipps und Tricks und Tanken ein bisschen aufgegriffen. Wenn der Fanger fragt mich einfach, wenn er mal sagt, ja geil, ich will mal über das und das Thema ein bisschen was hören, dann sagt, mach ich darüber auch ein Video für euch. Bitte Daumen nach oben lassen und Kommentare zu schreiben, falls euch noch was einfällt zum Thema Tanken oder allgemein Tipps und Tricks und was weiß ich nicht was alles noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sag vielen Dank für dieses Video auf jeden Fall. Kills gesamt 20. Ich weiß nicht, warum ich mich für das Video bedankt habe. Kopfschütze 2. Dann auf jeden Fall bis bald. Euer Punch Team und ciao.